Hallo und herzlich willkommen auf meinem Channel. Es freut mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute backen wir zusammen ein paar Kekse, und zwar diese hier. Und falls ihr wissen wollt, wie es geht, dann bleibt dran. Wir haben hier 63 Gramm gemahlene Mandeln, 75 Gramm Zucker, eine Prise Salz und einen halben Teelöffel Zitronenschale, 180 Gramm Mehl und 125 Gramm Butter. Das kommt jetzt alles zusammen in eine Schüssel und wird zusammen verknetet. Ich benutze meine KitchenAid dafür, und zwar mit dem Flachrührer. Also einfach alles in die Schüssel hauen. Ich mische jetzt auf Stufe 1, lasse das Ganze ein wenig vermengen und nehme am Ende meine Hände und forme daraus einen Teigball. So, ich habe den Teig jetzt mit meinen Händen einfach zu einer Kugel geformt. Der Teig ist sehr krümelig, also nicht wundern, der gehört so. Der kommt jetzt in Klarsichtfolie und für ca. 2 Stunden in den Kühlschrank, und dann sehen wir uns nachher wieder. So, der Teig war für ein paar Stunden im Kühlschrank, und jetzt kommen wir zum nächsten Schritt, nämlich dem Ausrollen und Ausstechen. Da habe ich ein paar Förmchen mir rausgesucht. Hier sind welche von Wilton, ihr könnt natürlich irgendwelche Formen nehmen. Das sind so kleine süße Mini-Förmchen. Die werde ich nicht benutzen, aber hiervon die Blätter. Und die werde ich euch auch unten in der Infobox verlinken, falls euch die interessieren. Dann ein Messer zum Rausrollen der Kekse. Der Teig natürlich, und ich roll den Teig zwischen zwei Klarsichtfolien aus. Ich nehme immer Klarsichtfolie, weil der Teig dann dazwischen ist und nicht am Brett haftet und man es einfach immer wieder ablösen kann. Und ich habe schon ein Backblech vorbereitet. Der Teig sollte vor der Benutzung noch so ungefähr für 10 Minuten aus dem Kühlschrank geholt werden, weil er sonst sehr krümelig ist. Ja, so sollte es nämlich nicht aussehen. Das Ganze kommt jetzt für ca. 10 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Die Plätzchen sind von ungefähr der Hälfte des Teiges, den Rest habe ich einfach wieder in den Kühlschrank gepackt. Da ja nur Butter drin ist und keine Eier, hält sich das auch einige Tage. Die Kekse waren jetzt so circa 11 Minuten im Ofen und sind noch etwas weicher, aber das gibt sich mit der Zeit durchs Abkühlen, und die lassen wir jetzt auch schön abkühlen und danach dekorieren wir sie. So, die Kekse sind jetzt gut ausgekühlt und im nächsten Schritt werden sie jetzt verziert. Ich wähle anstatt Royal Icing bzw. Puderzucker Schokolade und habe dafür Schokoladenfarben besorgt, und die werde ich jetzt erstmal schmelzen. Weiße Schokolade darf nicht höher als 44 Grad erhitzt werden, weil sie sonst nicht wieder fest wird nach dem Schmelzen, und deshalb kontrolliere ich das Ganze mit einem Thermometer. So, meine Schokolade hat fast den Schmelzpunkt von 44 Grad erreicht, und deshalb schalte ich den Herd jetzt aus. Ich rühre einfach die flüssige Schokolade mit der noch festen Schokolade, und durch die Eigentemperatur der flüssigen Schokolade schmilzt der Rest auch. Die weiße Schokolade habe ich in flache Schälchen gepackt und färbe sie jetzt mit gelber Lebensmittelfarbe, die für Schokolade geeignet ist. Ich nehme dafür etwas von der Lebensmittelfarbe auf den Zahnstocher und gehe damit in die Schokolade. Und rühre so lange, bis sie den gewünschten Farbton.
habe jetzt einen weiteren Zahnstocher genommen mit etwas blauer Lebensmittelfarbe und hoffe, dass das Gelb und Blau sich jetzt zu einem Grünen vermengen. Jetzt gebe ich nach und nach noch diese drei Farben rein, also das Gelb nochmal ein wenig und das Rot und Orange, aber alles sehr grob. Einfach ein bisschen reintröpfeln und ganz grob vermengen. Am Ende sollte das Ganze ungefähr so aussehen. Und dann nehmen wir einen Keks, tunken ihn dort rein. Und lassen ihn trocknen. Durch dieses ganze Hin- und Her-Swirlen entsteht dieser schöne Marmoreffekt. Und das machen wir jetzt mit allen anderen Keksen. So, und wenn nachher keine rote, orangene und gelbe Farbe mehr da ist, einfach hier mit Zahnstocher neu reinbringen. So, und diese Kekse kamen bei mir raus. Sind sie nicht wunderschön? Schön herbstlich. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr die Kekse nachbackt. Wenn ihr es macht, dann ladet doch gerne ein Bild bei Instagram hoch und verlinkt mich da drauf. Ich würde mich sehr über eure Ergebnisse freuen. Und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann bitte gebt einen Daumen hoch. Ihr könnt auch gerne ein Abo dalassen. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss!